Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Jizzes Bundle von Jizzes. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jizzes von Jizzes. Das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Jizzes. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits gezeigt. Und heute ist es an der Zeit für das Bundle. Wenig später, nach Verkauf der Box, wurde dann auch noch ein Bundle bekannt gegeben. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben hier ein Bundle ganz simpel gestaltet. Und zwar haben wir hier einmal ein Shirt und einmal das Album. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier einen Pappschuber, auf dem ist abgebildet der Interpret mit einer Clownsmaske. Dann lesen wir hier noch 187 und den Schriftzug Jizzes. Eben dieser ist hier auch abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir zum einen mal die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Features kommen von Bones MC, nochmals Bones MC, Gallo Nero, Saphir und Raff. Dann haben wir hier die Credits zum Album, Beteiligte und Barcode. Gut, dann holen wir mal das Album aus dem Schuber. Wir haben hier ein Jewelcase. Das Cover ist jetzt etwas anders, etwas, ja, das ist das eigentliche Cover, denn das hier ist, wenn man ehrlich ist, reingezoomt hier das Gesicht. Und hier haben wir dann das Cover, das eigentliche. So, hier oben lesen wir wieder 187 Straßenbande präsentiert. Und wir haben hier eine Szene, ja, sieht so ein bisschen nach Geburtstagsfeier aus. Also wir haben hier einen Geburtstagskuchen, eine fette Torte, Luftballons, was liegt hier noch am Tisch? Diverse Drogen, Medikamente, ja, also hier wird auf jeden Fall Party gemacht. Dann haben wir hier wieder den Jizzes-Schriftzug und Straßenbande, 187 Straßenbande, lesen wir hier. Auf der Seite wieder der rote Schriftzug, auf der Rückseite ident wie auch schon vom Pappschuber. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier die CD und das Booklet, klar. Wir schauen uns das Booklet an. So, als erstes haben wir hier weitere Fotos mit der Clownsmaske. Das sieht auf jeden Fall sehr verstörend aus. Dann sehen wir hier ein Flammeninferno. Sieht für mich stark nach Photoshop aus, aber sieht so aus, als würde dieser Polizeiwagen hier in Flammen stehen. Dann haben wir die Infos nochmal zu den einzelnen Tracks. Also nochmal im Detail, wer daran beteiligt war und wer das Ganze produziert hat. Blutige Hände, 187 Straßenbande. Weitere Tracks, weitere Infos. Und dann hier nochmal Scherben und ein blutiger Baseballschläger. Hier noch die Beteiligten, die Credits. Und hier ein blutig verschmierter Jizzes mit der Hand vor dem Gesicht. Ja, könnte man eventuell auch als Wendecover verwenden. So, wir machen das eigentliche Cover wieder rein. Und kommen zur CD. Die ist hier in dieser Tortenoptik gehalten. Was lesen wir hier? Jeder sieht mich. Okay. Auf der Unterseite genauso. Und dann kommen wir zum zweiten Bundle-Inhalt. Und zwar dem Shirt. Wir haben hier ein exklusives Shirt, das es wirklich nur in dem Bundle gab. Denn wir erinnern uns, in der Box gab es ja ein anderes Shirt. Dieses Messer-Motiv. Und hier haben wir dann zum Bundle das Artwork der Single-Auskopplung Donuts. Also wir haben hier den Monster Truck, den man ja aus dem Video kennt, der hier den besprühten Polizeiwagen überrollt. Das Ganze hier in Schwarz, Rot und Weiß. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter, also das Shirt von hinten komplett in Schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton 100% Baumwolle. Und das Ganze ist Größe M. Die Größe konnte man sich frei auswählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Und wir haben hier ein Produkt made in Haiti. Grüße gehen raus.
Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe M, wie gesagt, Größe frei auswählbar. Ich glaube, von S bis XXL war da alles machbar. Und als zweiten Bundle-Inhalt haben wir natürlich das Album an sich im Pappschuber. Jawohl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jizzes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.